Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackout Report. In der heutigen Folge will ich sprechen über das Thema Verantwortung. Mein Name ist Robert Jungnischke und ich bin der Inhaber des Sachverständigen- und Beratungsbüros für Energiemangellagen und Blackout-Vorsorge. Ja, heute möchte ich mal sprechen über das Thema Verantwortung. Auslöser für die Idee zu diesem Video ist ein YouTube-Blog, den ich gesehen habe, der mir von einem Zuschauer übermittelt wurde, in dem ein YouTuber, der immerhin 100.000 Follower hat, sich zu der letzten Studie des DIWs bezüglich der Frage, ob wir ohne russisches Erdgas auskommen können und ob wir mit erneuerbaren Deutschland mit Energie versorgen können, ein Video gemacht hat. Und ja, Verantwortung deshalb, weil jemand, der öffentlich etwas zu einem Thema sagt, der sollte erstens wissen, was er sagt. Zweitens sollte er sich mit den Hintergründen von Studien auseinandersetzen, nämlich wer die Verfasser solcher Studien sind. Und drittens sollte er meiner Meinung nach sich über die Auswirkungen dessen, was seine Publikation für Folgen hat, auch im Klaren sein. Und ja, deswegen fange ich hinten an. Auch mir wird hin und wieder vorgeworfen, ich würde dramatisieren, ich würde schwarz malen, ich würde Angst erzeugen und ich würde ja alles viel zu dramatisch sehen. Jetzt möchte ich einfach andersrum die Frage stellen, was passiert, wenn es keinen geben würde, der warnt? Wenn es niemanden geben würde, der warnt, dann würde es auch niemanden geben, der diese Warnungen hört, der diese Warnungen ernst nimmt und der sich aufgrund dieser Warnungen vorbereitet. So, und was passiert, wenn dann der Zustand, vor dem gewarnt wird, eintritt? Nun, er führt zur maximalen Katastrophe, weil eben niemand vorher wusste, dass da was im Busche ist und weil sich niemand vorbereitet hat. Und wenn wir über das Thema Energiemangel in Deutschland und in Europa sprechen, dann sprechen wir ja nicht über irgendwas Triviales, was hier Hänschen von nebenan betrifft, sondern dann besprechen wir etwas oder sprechen über etwas, was ja große Verwerfungen zur Folge hat. Ich möchte hier wieder verweisen auf die Studie des Büros für Technikabfolgeschätzung des Deutschen Bundestages von 2011, in der eben ein Blackout-Szenario, was noch nicht mal die ganze Bundesrepublik betrifft, angesprochen und durchgespielt wurde, wo die Studienteilnehmer zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die deutsche Politik weder die Bevölkerung versorgen könnte im Falle einer solchen Krise, noch für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen könnte. So, und wenn man nur diese beiden Dinge nimmt, dann würde ich sagen, ist ein mögliches Blackout-Szenario oder nur ein Szenario mit weitreichenden, lang andauernden Stromausfällen sicherlich kein Pillepalle-Szenario, sondern eine Geschichte, mit der man ja rechnen sollte, denn sonst wäre ja auch damals vom Deutschen Bundestag diese Studie nicht beauftragt worden. Und wer ein bisschen durch die europäischen Medien blättert, der findet ja da und dort immer mehr Warnungen vor solchen Blackout-Szenarien. Also scheint die Gefahr nicht komplett unbegründet. Ich möchte auch an der Stelle nochmal erwähnen, dass das österreichische Innenministerium mit einer 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass uns dieses Szenario innerhalb der nächsten 3 Jahre bevorsteht. So, und in dem Zuge schlage ich wieder die Schleife zum Thema Verantwortung. Entweder man sagt was, dann übernimmt man eine Verantwortung, oder man sagt nichts oder tut nichts, dann übernimmt man gleichermaßen Verantwortung. Und ich möchte hier in diesem Video einfach nur mal ein paar Sachen auflisten von Menschen und von Institutionen, wo ich glaube, dass sie der Verantwortung, die sie eigentlich tragen, nicht gerecht werden. Gehen wir nochmal zurück auf den YouTuber. Wenn ich als YouTuber mich dahinstelle, wo ich von dieser Materie nachweislich keine Ahnung habe, dann ist das aus meiner Sicht ziemlich bescheiden,
wenn ich dann erzähle, ja, die Studie, die stimmt und wir werden Deutschland auch ohne Gas und ohne fossile Brennstoffe ja, mit Energie versorgen können. Denn es gibt ja leider Leute, die solchen Menschen uneingeschränkt glauben und denen du damit, jetzt spreche ich dich persönlich an, die Chance nimmst, sich auf das Krisenszenario vorzubereiten. Und ich weiß nicht, ob du diese Verantwortung übernehmen willst, dass du Menschen in eine falsche Sicherheit wiegst und das Ergebnis dann darin besteht, dass du damit diesen Menschen, sollte dieses Szenario eintreten, den maximalen Schaden zuführst. Und das muss man sich halt überlegen, wenn man solche Dinge bei einem YouTube-Kanal, der über 100.000 Follower hat, kundtut. So viel zum Thema YouTuber. Da gibt es natürlich noch viele andere und ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, mir sind die viel, viel lieber, die warnen und sagen, hier ist was im Busche, weil sie damit zumindest mal den Menschen die Möglichkeit geben, diese Warnungen zu überprüfen und dann eigene Schlüsse daraus zu ziehen, als die Leute, die eben nicht warnen und sagen, es ist alles in Ordnung, wobei ich persönlich auch glaube, dass die meisten von denen gekauft sind. Und das ist das Erschreckende, also dann höre ich aber auch mit YouTube auf. Es gibt ja ganz viele Kanäle, die sich auch vermeintlich mit Innovationen befassen. Und wenn man dann merkwürdigerweise in der jetzigen Zeit sieht, dass gerade ganz viele neue, tolle Innovationen zum Thema Batterien aufpoppen, dass neue Dinge aufpoppen zum Thema Energiegewinnung, gerade auch aus Wasserstoff, dann stelle ich mir schon die Frage, wie seriös sind diese Informationen in der jetzigen Zeit wirklich? Ja, auch diese Menschen, die das tun, werden wahrscheinlich gut dafür bezahlt, aber auch die haben eine Verantwortung. Und am Ende des Tages glaube ich an sowas wie eine ja, höhere Gerechtigkeit und dass jeder, der dann eben solche Dinge verbreitet, zu seinem eigenen Nutzen auch entsprechend zur Verantwortung gezogen wird, egal von wem oder was auch immer. Ja, jetzt möchte ich aber mal weitergehen und zwar über die Verantwortung sprechen von unserer Politik. Das mache ich ja eigentlich in jedem Video, aber auch hier möchte ich es nochmal ganz explizit sagen. Wir haben momentan ein politisches Berlin, das durch mehr oder minder Tatenlosigkeit glänzt, auf der anderen Seite aber die Bevölkerung in eine Sicherheit wiegelt, die es meiner Meinung nach zumindest nicht gibt. Als da zum Beispiel wäre die in Aussicht gestellte Versorgung mit LNG, also mit Flüssiggas, weswegen man ja jetzt über diese Terminals diskutiert, womit die Terminals dann letztendlich beliefert werden, erschließt sich mir nicht, denn nach meinem Kenntnisstand gibt es kein freies LNG auf dem Weltmarkt und schon gar nicht in den Mengen, die wir bräuchten. Also hier hat die Politik eine Verantwortung und die missbraucht sie meiner Meinung nach sträflich, indem sie nicht nur nichts tut, sondern auch noch die Bevölkerung in eine Sicherheit wiegt, die es meiner Meinung nach nicht gibt. Die gleiche Frage stelle ich mir auch in Bezug auf Verantwortung. Wie kann es sein, dass die Politik nach wie vor daran festhält, die verbliebenen drei Atomkraftwerke abschalten zu wollen, anstatt die letzten drei, die im letzten Winter abgeschaltet wurden, und die verbliebenen drei zunächst einmal auf unbefristete Zeit weiterlaufen zu lassen, damit wir eine Grundversorgung an regelbarer, zuverlässiger elektrischer Energie haben. Gleichfalls stellt sich mir die Frage, wie das mit Verantwortung gegenüber der Bevölkerung zu vereinbaren ist, dass man auf der einen Seite dafür sorgt, dass Polen seine Embargo-Bestrebungen gegenüber Russland einhalten kann, indem man Polen mit unserem Erdgas versorgt, aber die eigene Bevölkerung im Grunde wissentlich und willentlich mit halbleeren Speichern und möglicherweise auch demnächst keinem russischen Erdgas mehr zurücklässt. Also das sind Dinge, wo ich mir frage, was deutsche Politik mit Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung meint. Ich verweise auch gerne nochmal auf den Amtseid, den jeder Politiker ablegen muss, dass er nämlich zum Wohle des Volkes handelt. Hier sehe ich nicht, dass man dieser Verantwortung gerecht wird. Gleichfalls das Thema Nord Stream 2, weil Europa und speziell auch Deutschland von den Amerikanern gedrungen wurde, Nord Stream 2 nicht zu öffnen,
Deshalb behauptet die deutsche Politik, die Leitung hätte keine Zulassung bekommen, wohl wissend, dass die deutsche Politik diese Zulassung jederzeit erteilen könnte. Auch hier wieder Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung scheint nicht so wichtig zu sein. So, und damit will ich mit den Beispielen, die die deutsche Politik betreffen, auch schon aufhören und will mal übergehen zur Verantwortung, die Institutionen und Verbände haben. Anfangen möchte ich mit der Industrie- und Handelskammer. Jeder kleine Selbstständige und auch viele Mittelständler sind Zwangsmitglied in der Industrie- und Handelskammer. Und durch unsere Mitgliedsbeiträge werden die Verbandsfürsten, ich sage es ganz bewusst so provokativ, bezahlt. Das heißt, alle, die dort sitzen in den Industrie- und Handelskammern, leben davon, dass wir bezahlen müssen. Und ich sage es auch ganz deutlich, ich gehe davon aus, wenn wir bezahlen dürften oder wenn wir uns entscheiden dürften, ob der Nutzen, den uns die Industrie- und Handelskammer bringt, so groß ist, dass wir das bezahlen möchten, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, da zahle ich nichts mehr ein. Und jetzt kommen wir zum Thema Verantwortung. Wie kann es sein, dass die Industrie- und Handelskammern, die gerade auch das Sprachrohr des kleinen und Mittelstandes sein sollten, sich dem Thema Energieversorgung, Energiesicherheit, Energiepolitik und dazu gehört natürlich auch das Thema vermeintliche Klimakrise, Klimawandel, komplett verschließen, das heißt sozusagen toter Mann spielen? Ist das die Auffassung der Industrie- und Handelskammern zum Thema Verantwortung übernehmen für die eigenen Mitglieder? Ich glaube, die Frage brauche ich gar nicht mehr zu beantworten. Die muss sich jeder, soll sich jeder bitte selbst beantworten. Ja, und dann gehen wir weiter zu den ganzen Industrieverbänden. Wenn man durch die Medienlandschaft schaut, egal ob die Leitmedien oder alternative Medien, nirgends, wirklich nirgends findet man Aufschreie von Verbandsfürsten, die sagen, so geht es nicht weiter, es muss sich was ändern. Da und dort poppt mal eine kurze Meldung hoch und dann ist es auch schon wieder vorbei. Denn im Grunde geht es dem Verbandsfürsten ja gut, so wie es momentan ist. Das heißt, man spielt toter Mann, man positioniert sich nicht. Wenn man sich nicht positioniert, muss man auch keine Verantwortung übernehmen oder übernimmt man vermeintlich keine Verantwortung. Und das Allerschlimmste ist ja, dass diese ganzen Amtsträger ja leider alle nicht für ihre Versäumnisse zur Rechenschaft gezogen werden können. Ich meine, sie werden zur Rechenschaft gezogen, denn wenn es den deutschen Mittelstand nicht mehr gibt, dann werden auch viele Verbände überflüssig und vor allen Dingen werden auch viele Verbände keine Mittel mehr haben, von denen sie ihre Verbandsfürsten bezahlen können. Und damit wird sich das Thema von alleine erledigen. Aber leider werden wahrscheinlich die, die jetzt in Amt und Würden sind, noch mit einem blauen Auge, wenn sie überhaupt ein blaues Auge bekommen, davonkommen und ja, müssen sich nicht verantworten, obwohl sie in verantwortungsvoller Position sind. Ja, das Thema Verantwortung ist ganz spannendes, gerade in der jetzigen Zeit. Und jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil des Videos, nämlich der sie das Video anschauen, auch sie müssen Verantwortung übernehmen für sich, wenn sie ein Unternehmen führen, auch für ihre Mitarbeiter, wenn sie Kinder haben, auch für ihre Kinder. Und nichts tun bedeutet ja auch etwas zu tun, nämlich nichts. Und das bedeutet auch, dass sie für das, was daraus folgt, eine Verantwortung zu übernehmen haben. Und das muss man sich einfach klar machen, dass die Tatsache, dass man nichts tut, nicht bedeutet, dass man keine Verantwortung trägt. Und ich bin selbst Familienvater und lege deshalb auch größten Wert drauf, immer wieder an unsere Kinder zu denken. Denn was hier passiert, gerade in diesem Land, das trifft vor allen Dingen unsere Kinder, denen wir momentan die Möglichkeit auf eine vernünftige oder auf eine Zukunft rauben, wie wir sie noch gehabt haben als Jugendliche und junge Erwachsene. Wir konnten in einem prosperierenden Deutschland groß werden. Wir haben teilgehabt am Wachstum, wir haben teilgehabt am Wohlstand, wir konnten selbst einen gewissen Wohlstand aufbauen und alles das verwehren wir unseren Kindern dann, wenn wir nichts tun, wenn wir keine Verantwortung übernehmen und nicht sagen, es reicht jetzt, wenn wir der Laienspielgruppe in Berlin weiter freie Hand gewähren, wenn wir sie weiter gegen deutsche Interessen, gegen Interessen der deutschen Bevölkerung, gegen Interessen Deutschlands handeln lassen, wenn wir
weiter zulassen, dass das Postulat der Klimakrise uns Kosten aufbürdet, die gigantisch sind und vor allen Dingen sinnlos. Das kommt ja auch noch dazu. Selbst wenn man jetzt nur in Betracht zieht, dass die Reduktion des CO2-Ausstoßes bei uns marginal ist und für den CO2-Ausstoß auf der Welt keine Bewandtnis hat. Es hat schon zweimal keine Bedeutung, weil es den Klima, den dramatischen Klimawandel oder die Klimakrise gar nicht in der Form gibt, wie sie postuliert wird von der Politik, sondern weil wir maximal einen Klimawandel haben. Aber das habe ich alles an anderer Stelle schon ausführlich erläutert. Da gibt es auch Literaturquellen zu, wo man sich das alles mit Beweisen ansehen kann. Hier geht es um Verantwortung. Und jeder, der nichts tut, trägt genauso Verantwortung an dem, was in den nächsten Monaten hier passiert und vor allen Dingen, was sich über Jahre hinstrecken wird, wie der, der was tut. Mir ist durchaus bewusst, dass ich mit meinen Dingen, die ich hier mache, nicht so allzu viel erreichen kann. Trotzdem versuche ich es halt, den einen oder anderen zumindest dazu zu bringen, sich vorzubereiten, um auch für sein persönliches und eigenes Umfeld die Kollateralschäden möglichst gering zu halten. So, und eine letzte Gruppe, bei der ich an das Thema Verantwortung appellieren möchte, sind die Lehrer. Ich, wie gesagt, habe selbst zwei Kinder, die schulpflichtig sind noch. Und ich finde es, wie soll ich sagen, skandalös, dass Lehrer, von denen man ja eigentlich davon ausgeht, dass sie auch einen gewissen Verstand besitzen, die Postulate von der Klimakrise, das Postulat von der Deutschland nur mit rein erneuerbaren Energiequellen zu versorgen, dem Postulat, dass Putin und Russland böse sind und der Westen gut ist. Alleine diese drei Postulate, wie kann ich als normal intelligenter Mensch, und davon gehe ich mal aus, dass die meisten Lehrer das sind, wie kann ich da jeden Morgen noch in den Spiegel gucken, dass ich völlig kritiklos und völlig, ja, wie soll man sagen, ohne Charakter diese Dinge meinen Schulkindern, also den mir zu betreuenden oder überantworteten Schülern, so mitgebe. Also es kann mir heute kein Lehrer mehr sagen, dass er nicht in der Lage ist, alternative Quellen zu finden und auch zu lesen. Und wenn man dieser alternativen Quelle vielleicht auch nicht glauben mag. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube das Narrativ, was gerade eben durchs Dorf getrieben wird, oder ich glaube dem Gegenteil. Aber wenn das Gegenteil mindestens mal so überzeugend ist wie das Narrativ, dann muss ich mir doch zumindest die Frage stellen, naja, was stimmt denn jetzt? Und dann habe ich doch zumindest als Lehrer die Verantwortung, darauf meine Kinder darauf hinzuweisen und zu sagen, man könnte es ja auch so machen. Man könnte sagen, okay, der Lehrplan sieht vor, dass ich euch das so und so vermittle. Ich habe meine berechtigten Zweifel, dass es so ist. Und diese Zweifel sind begründet aus den und den Quellen. Liebe Kinder, ich möchte euch dazu auffordern, schaut euch auch diese Quellen an und bildet euch eure eigene Meinung. Das wäre aus meiner Sicht die perfekte Bildung, weil nur dann erzeugen wir mündige Bürger. Gut, die Politik will keine mündigen Bürger, das ist ein anderes Thema, die dann auch in der Lage sind, Verantwortung für sich, für ihre Mitmenschen und für ihr Land zu übernehmen. Ja, Sie sehen, das Thema Verantwortung ist sehr vielfältig. Und einen letzten Punkt möchte ich ansprechen, und das ist die Verantwortung, die Sie als klein- und mittelständischer Unternehmer haben. Meine Feststellung ist momentan die, dass sowohl klein- als auch mittelständische Unternehmer die Themen der sich verschlechternden Energieversorgung, der explodierenden Energiepreise, der Inflation, der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt mehr oder weniger verdrängen und aussitzen. Aber damit werden Sie der Verantwortung, die Sie als Unternehmer haben, leider nicht gerecht. Und Sie werden auch der Verantwortung, die Sie Ihren Mitarbeitern gegenüber haben, nicht gerecht. Ich hatte vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung mit einem mittelständischen Unternehmer gesprochen und er sagte, ja, oder ich habe ihm geraten, er solle sein Unternehmen so schnell es eben geht verkaufen, solange er noch was dafür bekommt. Und er sagte, ja, könnte er nicht, zum einen wären seine Kinder in der Firma
Und zum anderen hätte er ja auch seine Mitarbeiter und könnte doch nicht so einfach zumachen. Meiner Meinung nach wird aber seiner Verantwortung auch nicht gerecht, wenn er so weitermacht. Denn was passiert? Seine Kinder glauben weiter, okay, so schlimm wird es schon nicht werden. Und seine Mitarbeiter dito. Sie glauben alle, solange er eben weitermacht, besteht auch begründete Hoffnung, dass das Weitermachen Sinn macht. Und das verhindert, dass die Menschen die Chance haben, jetzt, wo es vielleicht noch leichter geht, als wenn sozusagen die Krise komplett da ist, nämlich wenn es Insolvenzwellen gibt, dann ist egal, ob man dann noch einen Tag länger oder weniger arbeitet. Aber jetzt, wo im Grunde das bei der Mehrheit der Unternehmen noch nicht angekommen ist, hätten auch die Mitarbeiter, wenn sie ihnen reinen Wein anschenken, die Chance, sich auf einem noch halbwegs funktionierenden Arbeitsmarkt einen neuen Job zu suchen, der vielleicht auch in der Krise noch eine gewisse Zukunft birgt. Und diese Chance nehmen sie ihren Mitarbeitern dadurch, dass sie ihrer Verantwortung, jetzt zu handeln, nicht gerecht werden. Wie gesagt, auch Nichtstun ist eine Handlung und auch Nichtstun führt zu einer Verantwortung, die sie damit tragen. Und gerade auch die Unternehmer sprechen ja auch eben oft über das Thema Verantwortung, die sie gegenüber ihren Mitarbeitern haben. Genauso werden sie auch ihrer Verantwortung nicht gerecht, wenn sie die Anzeichen der Krise, eigentlich ist sie ja schon da meiner Meinung nach, ignorieren und Business as usual machen und sich nicht vorbereiten. Auch dann werden sie ihrer Verantwortung nicht gerecht. Wie gesagt, ich habe diverse Online-Workshops vorbereitet, mit deren Hilfe sie sich sehr gut auf die kommende Krise vorbereiten können, die ihnen nicht nur helfen, mit Energiemangel umzugehen, sondern die einfach auch mal dazu dienen, sich selbst zu positionieren und sich darüber klar zu werden, wie kann die eigene Zukunft überhaupt noch aussehen, um dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das alles beinhaltet mein Workshop für Unternehmen. Und ja, diese Angebote nicht wahrzunehmen, und da ist jetzt egal, ob Sie ein Angebot von mir annehmen, ob Sie es alleine machen oder wie auch immer, Hauptsache, Sie tun was. Und alle die, die nichts tun, tragen damit auch eine Verantwortung für die Folgen. Und ich möchte noch ein anderes Beispiel anführen, weil ich das gerade wieder auf dem Schirm hatte. Ich habe ein nettes Telefonat letzte Woche gehabt mit einer Dame, die einen Online-Kongress zum Thema Krisenvorsorge, Blackout-Gefahr machen will und die sich vor allen Dingen um die Landwirtschaft und zwar um die Viehhaltungsbetriebe kümmern möchte. Und gerade für diese Betriebe hat die Krise ein enormes Risiko, aber auch eine enorme Chance, wenn man jetzt handelt und wenn man jetzt das Nötige tut und sich für die Krise aufstellt. Aber auch hier ist es so, dass eben Business as usual das Übliche ist und dass man, ja, ich weiß nicht, ob die meisten Unternehmen glauben, der Staat wird es schon richten. Ich meine, dann muss man nur nach Berlin schauen und muss nur das, was dort gesagt wird, vergleichen mit dem, was nachher passiert. Dann weiß man, dass eben gar nichts passiert und dass das, was gesagt wird, nicht stimmt. Und da ist die Frage, ob es dann Sinn macht, sich auf Berlin, auf das politische Berlin zu verlassen oder ob es nicht besser wäre, selbst Verantwortung zu übernehmen und im Zweifel ein bisschen Geld verbrannt zu haben. Und ich sage auch hier gerne wieder, es ist wie bei einer Versicherung. Die meisten Versicherungen bezahlen sie jedes Jahr, ohne mit der Wimper zu zucken, in der Hoffnung, dass sie sie nie in Anspruch nehmen müssen. Merkwürdigerweise ist das bei der Energiemangel- und Blackout-Vorsorge ganz anders. Die will man nicht machen. Die Gründe sind mir nach wie vor schleierhaft. Aber ich sage es, und das ist dann auch mein Schlusswort, wenn Sie nichts tun, dann tragen Sie Verantwortung. Wenn Sie was tun, übernehmen Sie Verantwortung. Und wenn Sie es nicht für sich selbst tun, dann tun Sie es für Ihr Umfeld und vor allen Dingen für Ihre Kinder, damit unsere Kinder in diesem Land noch eine halbwegs vernünftige Zukunft bekommen. Denn wenn die Krise auch über uns hereinbricht und es so bleibt, wie es jetzt ist, dass die Mehrzahl der Menschen nicht vorbereitet sind, dann wird diese Krise Ausmaße annehmen, das hat irgendjemand schon geschrieben, die schlimmer sind als nach dem Zweiten Weltkrieg 1945. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das schlimmer wird, weil aufgrund der anderen gesellschaftlichen Ausrichtung und aufgrund der Tatsache, dass heute alles mit Strom funktioniert
und Strom sozusagen wie das Blut ist, was in unseren Adern, bei uns Menschen in den Adern fließt, für das gesamte Zusammenleben und die gesamte Zivilisation, die das Lebenselixier ist. Und wenn das weg ist, ohne dass die Menschen vorbereitet sind, sind sie tot. Oder zumindest ist dann unser gesellschaftliches Leben tot. Wie gesagt, das Bild gefällt mir eigentlich immer besser, umso länger ich hier drumherum rede. Also stellen Sie sich vor, die Stromversorgung ist für unsere Gesellschaft wie das Blut, das bei uns Menschen in den Adern fließt. Und dann stellen Sie sich vor, auf einmal ist das Blut nicht mehr da oder das Herz hört auf zu schlagen. Kraftwerke sind auch Herz. Ja, wie gesagt, dieses Video zum Thema Verantwortung. Jeder muss für sich selber entscheiden, was er tut. Aber überlegen Sie, Sie müssen jeden Morgen, wenn Sie sich waschen und gegebenenfalls rasieren und Zähne putzen, in den Spiegel schauen und ob Ihnen das, was Sie sehen, noch gefällt, wenn Sie keine Verantwortung übernommen haben. Ja, das war kein erfreuliches Video, das weiß ich sehr wohl. Dennoch war es mir ein Anliegen, Ihnen das mal mitzugeben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bei diesem Video wäre ich Ihnen sehr, sehr dankbar, wenn Sie es möglichst breit verteilen, weil ich glaube, das tut Not, dass mehr Menschen daran erinnert werden, dass sie Verantwortung tragen, auch wenn sie nichts tun, und dass sie Verantwortung übernehmen sollten und übernehmen müssen. Die Links zu meinen Online-Workshops zur Vorsorge finden Sie wie immer in der Videobeschreibung. Gerne können Sie auch Kontakt mit mir aufnehmen. Meine Kontaktdaten finden Sie wie immer ebenfalls in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, Ihr Robert Jungnischke.